Zeig. Von einem. Miteinander. Das ist. Bitte, es stört der Park. Bälle zum Sitzen. Es ist November und es weihnachtet sehr. Zumindest beim Handel. Bei den Steirerinnen und Steirern auch. Du weißt ja, wenn du ein kleines Kind hast, kommst du erst drauf, wenn es dann irgendwo die Nikoläuse schon fast dem Kind in den Mund gesteckt werden. Von irgendwem, von einem Verkäufer oder einer Verkäuferin. Weihnachtsstimmung ist immer. Finde ich, also nach Weihnachten halt, bis Weihnachten. Also nach Weihnachten ist vor Weihnachten. So ist es, ja. Grüß Gott, sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Hallo? Nix? Na, schön. Anscheinend nicht. Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung? Oma? Ich bin natürlich. Nein, noch nicht wirklich, aber es kommt schon langsam. Wenn der erste Schnee dann kommt, dann bin ich in Weihnachtsstimmung. Also im Februar bis März? Ja, genau. Natürlich nicht. Nein. Geschenk, was ist das schönste Weihnachtsgeschenk? Zusammen mit der Familie. Ist ein großes Geschenk. Boah. Das sind meistens die Geschenke, die man sich selber macht, weil da weiß man, was man kriegt. Und für mich persönlich Gesundheit und einfach Zufriedenheit und ja, das ist eigentlich alles. Alles, was teuer ist, was ich mir nicht leisten kann. Was war denn Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk? Das schönste, für wen? Deine Enkelkinder. Meine Urenkel. Für mich? Ich gar nichts, ich bin ein alter Herr und ich brauche nichts mehr. Ich sage, das Schönste ist, mit der Familie zu feiern. Das Schönste, was ich kriege, war mein Hund. Was wäre so ein Geschenk, worüber Sie sich überhaupt nicht freuen würden? Ja, ich freue mich eigentlich über alles. Ne? Grausliches Wetter zu Weihnachten. Geschenk ist Geschenk, das muss man anerkennen. Ne? Das ist doch schön. Ne? Wenn Sie mir einen BH gearbeitet, dann freue ich mich sicher nicht. Weil dann gebe ich meiner Frau. Ja, um so ein Grabschwer oder was nichts bedeutet. Die freut sich dann? Die freut sich, ja, wenn die Größe passt. Sonst kann man ihn umtauschen. Ja? Auf jeden Fall kein Staubsauger oder so, irgendwas. Ein Rasierwasser. Haushaltsgeräte. Sag ich, das kauft man sich selber, aber das will man nicht geschenkt haben. Und das kriege ich hin und wieder von meiner Mutter, leider. Was zum Anziehen? Das ist das Wenigste, was ich haben möchte, glaube ich. Weil sie schon genug haben. So ist es. Haushaltsartikel zum Beispiel. Das muss ich nicht haben, also ein Kelomat oder so irgendwas Praktisches oder eine Wurstschneidemaschine oder so irgendwas, was so praktisch ist. Eine Küchenmaschine, glaube ich. Stimme ich voll zu. Oder ein Rasierapparat, so uncool. Windeln? Nein, ich brauche ja keine, ich bin nicht inkontinent. Oder? Also das ist jetzt auf ihn bezogen. Naja, Krawatten. Krawatten ist ein Klassiker. Ist nicht für uns, wir sind eine Nation für die Krawatten. Aber kein Hintergedanke ist, weil man sich nichts überlegt hat dazu. Könnte ich nicht sagen. Die meisten sagen Haushaltsgeräte. Also nein, das kriege ich auch nicht. Kaufe ich mir selber. Weißt du schon, was das Christkind bringen wird? Ja, was kriegst du denn? Eine Wohnung könnte mir der Nikolaus bringen, der Weihnachtsmann kann mir ein Haus schenken. Eine Schaufel, gell? Schaufel, ein Besen. Er kann mir Gold schenken, wenn er mag. Bring mir all dein Gold, Captain Iglo.